Hallo meine Pokéfreunde, Pokénetten zur nächsten Folge von Pokémon Blau. Wir sind schon ziemlich weit im Spiel voran, finde ich. Und jetzt kommt eine ziemlich nervige Passage, denn wir haben letzte Folge diese beiden Trainer besiegt, aber das war noch nicht mal der Anfang. Wir sind jetzt nämlich im Labyrinth und das ist... Also, ja gut, so gutes Labyrinth ist jetzt auch wieder nicht. Das Schlimme ist halt, es sind so viele Trainer. Und ja, wir werden jetzt mal hoffen, dass wir diese Folge fertig schaffen. Es kann aber sein, dass wir noch eine zweite Folge dafür brauchen, weil das Labyrinth, naja, es ist nicht so groß, aber es gibt viele Orden. Nicht vor Orden, das meine ich, es gibt viele Trainer. Ich habe gerade Orden gelesen, deshalb dachte ich mir Orden, aber keine Ahnung. Und ja, ich habe meinen Relaxo immer noch nicht geheilt. Hätte ich vielleicht machen können. Also hätte ich wieder machen sollen, sage ich so. Habe ich aber nicht, also. Müssen wir jetzt damit leben? Und im schlimmsten Fall, dann gehe ich einfach in der nächsten Folge wieder zurück und dann heile ich mich oder vielleicht mache ich einen kurzen Kampf oder so. Weiß ich nicht, vielleicht, keine Ahnung. Ah, du nervst doch nicht mit deinem Duplex-Sieb. Ach komm, fünfmal. Ja, genau. Ja, Rankenhieb und dann ist er down. Außerdem, wie kann man Quaps auf Level 30 haben? Willst du es nicht mal entwickeln? Da fällt mir ein, es gibt der. Wie soll ich das erklären? Shiny-Pokémon, die gab es erst zwar in der zweiten Gen, aber man konnte, wenn der Pokémon die bestimmten Stats hat, also die richtigen Stats hat, die es halt braucht, dann wird es zum Shiny, wenn man es tauscht. Das ist ziemlich cool, finde ich. Aber ja, wenn du wirklich so viele Hobbys hast, also so wenig Hobbys hast, was machst. Weiß nicht, wo ich lang soll, ehrlich. Unten ist noch ein Gegner, deshalb denke ich mal, gehe ich mal unten lang. Ja. Jetzt könnte ich sogar schon zum Ausgang, aber ich werde erstmal die anderen Gegner noch besiegen. Meine lieblichen Pokémon möchten dich gern kennenlernen. Okay, bin ich mal gespannt. Und ich glaube, ich habe noch irgendwo, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben noch Surfer und Fliegen noch gar nicht, kann das sein? Das sollten wir aber zumindest demnächst mal bekommen. Das sollten wir auf jeden Fall mal bekommen. Und das ist auch wichtig, die beiden. Nicht nur, was ist, dass es halt nötig ist. Also, Fliegen ist, glaube ich, nicht so nötig, aber es ist halt sehr, sehr nützlich. Aber Surfer braucht man auf jeden Fall. Deshalb wird das wahrscheinlich nicht so schwer zu finden. Ich weiß, dass man Fliegen irgendwo in einem Haus bekommt. Irgendwo, soweit ich weiß, irgendwo oben auf der Map. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich es zur Seite gewechselt habe, aber... Keine Ahnung, wir werden mal versuchen. Ja. Ach komm, jetzt trefft doch endlich! Nur weil das scheiß Sandwirbel macht. Ach, als ob. Komm, bitte, bitte. Ja, endlich. Wie viel Schaden macht das? Nicht viel, natürlich, noch einmal. Oh Gott, das nervt halt echt. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Weil die Gegner, die können einfach nichts. Nur die Arena-Leute, die können was. Naja, gut. Manche von denen. Aber ich bin mir sehr sicher. In Fuchsalia City geht's weiter. Ja. Ja, doch. Bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Und danach können wir dann Safronia City. Wo wir eigentlich schon waren. Und ich dachte, da ging's auch weiter. Oh, Level 30. Nice. Aber da ging's anscheinend nicht weiter. Oha, wie viele Pokémon hat der Trainer? Mann. Jetzt sehe ich's auch erst. Ja, dann würde ich sagen, keine Ahnung. Ja, dann... Muss er jetzt Kröte machen oder so. Ups. Haben wir das gehört? Tut leid, wenn man das gehört hat. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte irgendwas sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass man dann... Ich weiß auch, wo es dann weitergeht. Und dann... Also nach der sechsten... Also nach den sechsten Orden weiß ich genau, wie es weitergeht. Aber jetzt bin ich mir nicht so zu 100% sicher. Deshalb, ja, müssen wir einfach hoffen und ich muss auch selber vielleicht irgendwann mal gucken. Also nachgucken halt. Vielleicht gehe ich auch erstmal in die Stadt, heile mich, dann gehe ich jetzt wieder zurück. Aber das würde irgendwie keinen Sinn machen, glaube ich. Finde ich zumindest. Noch ein Tauboga. Ja, ja. Kennen wir schon hier. Bam. Aber zumindest kriegt der Relaxo ein wenig Erfahrung, weil er wird ja... eingetaucht, also besser direkt, also das so gesehen im Kampf dabei war. Für den ersten Gegner zumindest. Kriegt ja zumindest ein bisschen Erfahrung, ist ja gut. Weil der braucht ja irgendwie am meisten momentan. Ist ja unser neues Mitglied. Level 37, yay, warum nicht?
Wow, du hast mit Leichtigkeit gewonnen. Yep. Okay, jetzt mach's mal sehen. Das war so riesengroß. Darf ich mal kurz auf die Map gucken? Lass mich mal sehen. Ich weiß, dass es von... Na komm. Von hier aus geht's nach links. Da unten seht ihr... Ah, da kommen wir aber, glaube ich, nicht weiter. Das ist nämlich Fahrradweg. Aber da brauchen wir Surfer. Kriegen wir das Surfer dann auf der Route? Weil daneben ist ja noch eine Route, sieht man ja. Der gerade Strich da drunter, der ist erst die Fahrradroute, also die Fahrradweg. Und davor ist, glaube ich, das Haus mit Fliegen, aber Surfer. Komm, wir müssen auf jeden Fall erstmal den Weg lang. Ich bin mir aber nicht so 100% sicher. Ihr seht aber auch schon, wo wir gerade sind. Da, wir sind noch lange nicht, merke ich gerade. Wir sind noch lange nicht da. Höchstens bei der Hälfte oder so. Aber ich habe echt keinen Bock, hier alle zu besiegen, aber... Nee, schauen wir auch eh nicht, weil wir haben nicht so wirklich viel... Jetzt ob die wieder da, ja, dann wieder rum, drumherum gehen. Wir werden die auf jeden Fall noch besiegen. Aber ich möchte erstmal mein Pokémon heilen und ich weiß nicht, wie viele Trainer noch vor uns kommen. Oder wie lange es noch da. Oh fuck, ich habe mich verguckt. Das ist doch nicht der richtige Weg. Okay, dann sind wir doch gezwungen, alles hier zu besiegen. Das ist nicht sehr erfreulich. Und ich glaube sogar. Ich werde kurz einen Cut machen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich meine Pokémon geheilt habe, weil so geht es irgendwie nicht weiter. Und ich werde auch ein paar Items kaufen, weil... Ja, macht das Sinn, ne? Und bis gleich. Und da bin ich wieder. Ich habe mein Pokémon geheilt und habe ungefähr 10 Superträger oder so gekauft. Ich war halt nur in der einen Stadt. Deshalb, ich hätte auch echt keinen Bock, irgendwie noch in eine andere Stadt zu gehen, ohne fliegen. Und deshalb, ja. Ich möchte hier durch, deshalb muss ich mit ihm so reden. Meine Vogel-Pokémon begleiten mich immer, okay. Aber mich ist das tolle, ja. Wir werden wahrscheinlich die Route immer noch nicht schaffen, weil man braucht sehr viel Zeit für die Route. Aber wir werden auf jeden Fall demnächst, nach ein paar Folgen, wenn wir auf jeden Fall endlich mal in der Stadt ankommen. Und wenn wir dann angekommen sind, den Orden haben, unser Frohlias Orden haben, dann sind wir schon fast fertig. Wir brauchen dann noch die nächsten 2 Orden und das ist relativ, ja gut, mehr oder weniger einfach. Ja, die Liga wird aber auch ziemlich schwer. Und wenn wir die Liga durch haben, haben wir das Spiel so gesehen durchgespielt. Mehr gibt es nämlich in diesem Spiel nicht. Und das ist auch unser Ziel so gesehen, das Spiel halt durchzuspielen. Macht ja Sinn, ne? Also ja, ich werde die halt unsere Pokémon, falls die brauchen, mit so Betränken ein bisschen so hochpushen. Ansonsten habe ich, weiß ich halt nicht, was ich sonst machen soll. Und ich hoffe, es sind nicht mehr so viele Gegner, aber ich habe echt keinen Bock mehr, hier an der Route zu bleiben. Aber anscheinend muss ich ja, weil ich so den Weg nicht finde und das ist doof. Das ist echt doof. Ibitag. Das ist die Weiterentwicklung von Habitag. Ja, das ist halt die Habitag ist einfach die Alternative von Taubsi. Hatte nur 2 Entwicklungen, aber dauert halt länger, damit es entwickelt. Aber ich dachte mir lieber, nee, hole ich mir lieber einen Taubsi, warum nicht? Hier gibt es ein Item, ne? AP Plus. Warum noch nicht? Ja gut, dann war das hier nur für das Item. Hier ist ein Schild. Was ist denn das Schild hier? Tipps für Trainer, jetzt kommt's. Schau links neben dem Pfosten. Schau links neben dem Pfosten, was soll das heißen? Was? Okay. Was? Was war das jetzt für ein Tipp? Tipp zum Trainer. Bester Tipp, Alter. Ich schwör. Okay. Jetzt müssen wir weiter nach oben anscheinend. Ah, hier waren wir aber schon. Ah, das war aber noch ein Schild. Das wollte ich gerne lesen. Oh, hier gibt es auch noch eine Route. Tipp zum Trainer. Jetzt kommt. Drücke Select, um die Position von Items im Menü zu tauschen. Ja, aber das ist jetzt irgendwie wichtig. Also, wenn man Bock hat, kann man es machen. So, lass mal ganz kurz gucken. Hier gibt es wahrscheinlich auch Pokémon zu fangen. Ja, hier gibt es einfach eine Pokémon zu fangen. Klar, okay. Das ist ein Item, ist ja ein RIP. Und der erschreckende Gegner? Ja. Yep. Bin unterwegs und habe Rückenwind. Okay. Rückenwind. Alles klar. Ach, 5 Pokémon halt. So, bis alles Habitags und Taubsis und Ibitags und Tabokas alles wetten. Alter, das ist langweilig. Ich find's blöd, dass Relaxo die nicht one-hittet. Ich meine, Skröte könnte... Oh, okay, ich habe nichts gesagt. Na gut,
Die können ja one-hitten. Okay, nice. Level 32. Das ist nice. Ich habe auch manchmal das Gefühl, selbst wenn die nur so die Hälfte von dem nächsten Level up haben, sind die schon ein bisschen stärker. Habe ich manchmal so das Gefühl. So 1% zu stärker oder sie. So halt. Und Pokémon können auch nur. Ja, die Pokémon können auch nur ein Level. Also die können nur bis Level 100 gehen. Höher nicht. Und wenn ihr irgendwo irgendwelche Videos seht, wo Leute mehr als Level 100 haben, dann ist es entweder Fake oder ein Cheat oder sonst irgendwas. Ja. Ich weiß, es gibt hier in diesem Spiel einen Glitch. Und zwar, wenn man Pokémon. Wenn ein Level 1 Pokémon, was es hier in diesem Spiel überhaupt nicht gibt, weil das niedrigste Pokémon Level ist Level 2. Wenn man aber ein Level 1 Pokémon hat und es genug Erfahrung bekommt, dann kann es sofort Level 100 werden, weil es rumbackt und ja. Den Glitch habe ich aber nicht gemacht. Aber ich wollte dir mal erzählen, dass den Glitch nenne ich auch Level 100 vor Rocco, weil man den schon im Vatania-Wald bekommen kann. Das ist dann einfach. Meistens ist es dann auch Nidoking, glaube ich, oder wie sowas. Das möchte ich halt nicht machen, irgendwie. Brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Ich hätte irgendwie mal Bock, vielleicht, wenn ich das jetzt wieder durch habe und mal Bock habe, vielleicht so ein Video zu machen, wo ich alle Glitches oder so viele Glitches von dem Spielen zeige. Ich meine, es ist schon nur nach 15, das haben schon, also nicht nur nach 15, aber das haben schon viele Leute gemacht. Aber noch niemand hat so wirklich jedes einzelne, also ja, Ich hab Angst, wo gehe ich hin? Oh Gott, ich glaube, da unten ist das Ziel. Also das ist die Freiheit so gesehen. Ich möchte aber hier lang, weil ich glaube, hier geht's weiter. Was schaust du so dumm aus der Wäsche? Oha, Schimmer, Digga. Das wirst du nämlich gleich sein. Oh, der Biker. Jetzt sind wir ja das erste Mal ein Biker. Der drei Pokémon. Die haben immer nur so Smogons und so. Und Vogel-Pokémon, glaube ich, auch manchmal. Ich kann mich erinnern. Immer wenn ich an so eine Bikerstraße erinnere. Oder wenn ich an so eine Biker-Ecke oder wie auch immer. So ein Straßenweg halt. Also so ein Fahrradweg, wie auch immer. Dann denke ich immer an Pokémon Diamant, Perl, Platin. Diese eine Strecke. Ich weiß nicht wieso. Eigentlich sind fast alle Fahrradstrecken so wie gleich. Und ich habe keine AP mehr für Relax. Und das ist sehr, sehr schlecht. Erholung könnte ich ansonsten nur machen. Was macht denn Amnesie? Bin mal gespannt. Was macht das? Ah, okay. Alles klar. Ja, lass mal die Karte einsetzen. Mike, es ist noch nicht an der Zeit, die zu benutzen. Okay, danke Eich, wer immer du warst. Lass mal einfach Topf. Pop-Erde für Kopfnuss. Und warum nicht? Wir benutzen es wahrscheinlich eh nie, wenn man mich kennt. Deshalb können wir es ja mal machen. Außerdem möchte ich ja Relaxo auf Level 24 oder 34 oder sowas bringen. Also so dumm war es jetzt auch wieder nicht. So, welches Pokémon hat denn das nächstes? Ich sehe schon die Folge schon fast zu Ende. Hä, was ist denn los? Kann doch gar nicht sein. Ja, lass mal tauschen. Patrix, ja? Patrix. Wär mal schlau. Yeah. Warum auch nicht? Ich hab's schon gesagt, dass das, dass die Skalierung hier von dem Spiel nicht richtig ist. Wie es gerade sieht, ist es nicht wirklich original, wie es also auf dem Gameboy war. Das ist halt ein bisschen breiter. Und das möchte ich auch im nächsten Pokémon-Let's-Play verbessern, aber in diesem nicht mehr, weil... Ja, ich habe jetzt einfach keinen Bock, das nochmal alles neu zu designen und so. Von dem Overlay, und deshalb lasse ich das auch so. Und ja, ich glaube, damit sind wir auch schon durch mit der Folge. Ich komme mal kurz gucken, ob es noch irgendwas gibt. Ich hoffe, ich renne jetzt nicht in... Oh, diesen Trainer. Aber den können wir auch von unten besiegen. Von daher würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja gerne eine positive Bewertung da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann endlich oder hoffentlich diese Route abschließen können. Yeah, haut rein und ciao.